eben noch auf der Showbühne in Las Vegas auf der CES, jetzt schon in Deutschland, das Huawei Mate 8. Soll auch bald im Handel verfügbar sein und ist mal wieder so ein typischer Huawei-Maximalbolide. Also einerseits sehr hochwertig hier mit diesem Aluminium-Unibody-Gehäuse, Fingerabdrucksensor, aber vor allen Dingen imponiert natürlich dieser gigantisch große Bildschirm. 6 Zoll oder, naja, um genau zu sein, 5,98 Zoll, 152 mm Diagonale, aber auch damit immer noch Rang 5, also eines der größten Smartphone-Displays derzeit überhaupt hierzulande. Und man achte vor allen Dingen mal drauf, hier auf diese sehr, sehr schmalen Ränder, gerade auch oben und unten. Also da hat man wirklich keinen Platz verschwendet und man kann das auch in Zahlen wirklich nachmessen, dass nämlich wirklich 78% der Frontfläche bestehen aus Anzeige. Das ist nicht nur 12% über dem Durchschnitt, sondern vor allen Dingen auch ein neuer Bestwert. Rang 1. Man kann also daraus sagen, dass das Mate 8 tatsächlich den vorhandenen Platz des Telefongehäuses für das Display optimal ausnutzt momentan. Auf der anderen Seite, man sieht das ja auch hier schon so ein bisschen, klar, es ist jetzt nicht die Mörderauflösung, es ist Full HD, deswegen auch Pixeldichte nur 210 Pixel pro Quadratmillimeter. Ich kann da ja gerne auch mal näher drauf gehen, dann könnt ihr euch selbst hier diese Schriften da angucken. 368 ppi, wenn euch das lieber ist, ist 21% unterm Durchschnitt, also nicht das Allerschärfste, aber ihr seht ja trotzdem, man kann das sehr, sehr gut lesen, da gibt es jetzt nichts zu diskutieren. Es könnte ein bisschen besser sein, weil es ist jetzt ja mit 599 Euro unverbindliche Preisempfehlung auch nicht gerade ein Schnäppchen. Ein bisschen mehr hätte da, glaube ich, nicht geschadet. Aber es gibt halt andere Sachen, auf die man sich konzentriert hat. Beispielsweise Multimedia, 16-Megapixel-Kamera, Sony-Sensor. Ich habe vor allen Dingen den optischen Bildstabilisator. Man darf also wirklich auf sehr, sehr gute Bild- und Fotoqualität hoffen, Videoqualität. Videos übrigens in Full HD. Zweifarbiger Blitz hier, vorne ebenfalls Videos in Full HD und 8 Megapixel Fotos. Man muss allerdings momentan zumindest auf eine kleine Krux achten. Da steckt nämlich noch ein Fehler in der Software, ein Bug. Denn wenn man hier beim ersten Start der Kamera-App diese Abfrage verweigert, und es geht ja hier um den Standortzugriff, da würde ich normalerweise sagen, nö, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Man klickt hier auf Verweigern, bekommt man eine Fehlermeldung, dass sich die Kamera nicht starten lässt. Kurzum, momentan ist es so, man muss hier einfach bei der Kamera die Standortermittlung zugreifen. Nur dann kann man die Kamera nutzen. Habt ihr schon mit Huawei drüber gesprochen. Ist natürlich ein Bug, soll schnellstmöglich behoben werden. Und man kann natürlich trotzdem die Standortermittlung insgesamt verhindern, indem man hier, und das jetzt unter erweiterte Einstellungen, wo haben wir es denn, Standortzugriff, den kann man natürlich trotzdem ausgeschaltet lassen. Dann aber natürlich komplett geräteweit, ich kann also auch kein Maps mehr machen oder irgendwie sowas. Das heißt, in der Regel wird man den ja hier eingeschaltet lassen. Und dann habe ich das Problem, dass eben halt hier auch die Kamera, ob ich will oder nicht, automatisch zu jedem Foto, zu jeder Aufnahme den Standort speichert. Viele stört das überhaupt nicht. Wer da ein bisschen kritisch ist, wird hier an der Stelle eben halt damit leben müssen, dass er momentan, bis dieser Bug behoben ist, sagen muss, also entweder alles oder gar nichts an dieser Stelle. Ja, aber das User-Interface seht ihr ja selbst, das ist das Übliche, das ist Emotion UI, wie man es kennt. Jetzt in der Version 4.0 hat sich aber nicht großartig was geändert. Ich habe hier weiterhin die Benachrichtigungen, Verknüpfungen. Hier in den Einstellungen, wie gesagt, ein bisschen aufgeräumter, dass man so diesen Kleinkram hier hinter erweiterte Einstellungen beispielsweise jetzt findet, den man ja wirklich nicht allzu oft auch braucht. Aber das passt alles soweit sehr, sehr gut. Und LTE natürlich sowieso, Wireless LAN AC, auch sehr lobenswert, Bluetooth 4.2, aktuellste Version, NFC, alles dabei. Und man möchte jetzt meinen, oh, naja, Akku wieder fest verbaut, natürlich bei so einem Aluminium-Unibody-Gehäuse, aber keine Sorge, ich habe schon den Laufzeittest gemacht und vor allen Dingen 4000 mAh, das ist ja schon mal sehr, sehr ordentlich und so auch die Ergebnisse. Wie immer, Videowiedergabe, 200 Kandela, Flugmodus, kam hier das Mate 8 auf 544 Minuten, ein klasse Wert, 15% über dem Durchschnitt, schon mal absolut. Und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, okay, ich habe ja dieses Riesendisplay und das mit reinrechnet, dann wäre dieser Wert sogar 52% über dem Durchschnitt. Man muss also wirklich sagen, dass hier Huawei die Ressourcen wirklich sehr, sehr gut ausnutzt, optimal was rausholt.
gibt es absolut nichts zu meckern. Sehr, sehr schön, was das betrifft. Gut, die Ladezeiten, da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben. Also jetzt hier mit dem Standardladegerät, was dabei liegt, braucht es 154 Minuten. Das ist selbst dann, wenn man diese Riesenkapazität des Akkus betrifft, nur 15% über dem Durchschnitt, aber immerhin nicht der allerlahmste, ist also absolut okay. Ein bisschen schneller wäre halt schön gewesen. Wie gesagt, 600 Euro ist ja auch nicht gerade ein Schnäppchen, aber geht so. Hierzulande erstmal verfügbar ist nur diese Version hier. Also ich meine jetzt nicht die Farbe, da gibt es zwei. Das ist Moonlight Silver, dann gibt es noch ein dunkles Space Gray. Aber vor allen Dingen 32 GB interner Speicher. Nur macht netto 23,1 und vor allen Dingen 3 GB Arbeitsspeicher. International halt 64 GB, auch noch als Variante und vor allen Dingen damit 4 GB RAM gleich. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, so als Ultra-Maximal-Bolide, aber in den meisten Fällen sollte auch das reichen, zumal man hat halt auch einen neuen Prozessor drunter. Das ist jetzt der Kirin 950, kommt erstmals überhaupt zum Einsatz in einem Smartphone hierzulande. Und das ist vor allen Dingen nicht nur wegen 64-Bit und 16-Nanometer-Fertigung, also ultra dünn, sondern vor allen Dingen Octa-Core, 4 leistungsstarke Cortex-A72-Kerne, auch neuer Generation und 2,3 GHz auch gleich getaktet, plus 4 Stromsparkerne, Cortex-A53, 1,8 GHz und vor allen Dingen auch noch hab eine neue Grafikeinheit, die Mali T880, soll auch einige PS unter der Haube haben und noch ein zusätzlicher Co-Prozessor, der i5. Also das hört sich alles hervorragend an, lässt meine Erwartungen natürlich in die Höhe schnellen, jetzt an die Benchmark-Tests, aber die folgen dann wie immer im finalen Test noch, wie immer als Textform. Aber auch da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Deswegen unterm Strich Fazit, sehr, sehr schönes Gerät und ich glaube grundsätzlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, weil ich kriege halt doch einiges geboten. Auch die Display-Auflösung kann man, wie gesagt, ein Auge zudrücken, weil alles andere passt. Einzige Krux wäre eben halt, dass man sagt, ach Mensch, hätte man hier nicht auch die 64-GB-Variante, vielleicht sogar für 50 Euro mehr oder so, wäre dann auch nicht mehr so hart gewesen. Naja, vielleicht kommt die ja noch eines Tages. Warten wir mal ab, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das soll es denn jetzt auch gewesen sein als erster Eindruck vom Huawei Mate 8. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.